Ja, hallo, ich begrüße euch mal wieder zu einem kleinen Video. Und wie ihr so schön seht, ich habe hier einen WLAN-Verstärker vor mir liegen. Und zwar das WR01. Ich kann euch jetzt schnell mal was über die technischen Daten bzw. die Grunddaten sagen. Und zwar, wie gesagt, die Type, das ist das WR01. In Deutschland wird das Ding auch sicherlich bei Konrad und Co. vertrieben unter anderen Namen oder Edimax und wie sie nicht alle heißen. Das Ding läuft, wie ihr ja so schön seht, im N-Standard, beziehungsweise läuft nur im 2,4 GHz. Also 5 GHz kann das nicht, es ist jetzt wirklich nur 2,4. Für meine Zwecke später wird das auch völlig ausreichen. Wie auch schon erwähnt, besitzt es den N-Standard bis zu 300 Mbit und natürlich abwärtskompatibel zum B und G. Anbei habt ihr natürlich dann noch eine RJ45-Buchse. Wobei dann natürlich sich heraus ergibt, dass es einmal als Repeater und einmal in den sogenannten Access Mode, Access Point arbeitet. Ja, so viel erstmal dazu. Dann packen wir das gute Stückchen mal aus und wir schauen mal, was uns in dieser kleinen Packung erwartet. So sieht es übrigens von hinten aus. Und wir haben hier den EU-Plug, beziehungsweise für unsere deutschen Benutzer haben wir diesen Adapter dabei. Der ist ganz gut ausgeklügelt. Ich zeige es euch gleich, warum. Dann haben wir hier ein simples RJ45-Kabel fürs Netzwerk. Eine nette kleine Bedienungsanleitung. Mal in komplett Englisch und kein Chinesisch dabei, ist auch ein Wunder. Und den Repeater an sich selbst. Hier befindet sich dann die RJ45-Buchse. Die dient dann letztendlich auch zum Einstellen des Repeaters. Daneben befindet sich die Reset-Taste, um das Ganze wieder in den Werkszustand zu versetzen. Hier haben wir die WPS-Taste für das ganz schnelle Verbinden oder beziehungsweise für Faule, die dann nichts einstellen wollen, könnt ihr sofort mit einem Klick hier und mit einem Klick an eurem Router die beiden Geräte miteinander verbinden und schon war es das. Dann haben wir noch die LEDs. Die hier bedeutet nichts anderes wie Betriebszustand ein oder aus. Dann haben wir die Verbindung, dass es im WLAN-Netz läuft, beziehungsweise dass das WLAN-Netz auch eingeschaltet ist. Dann haben wir hier das Lämpchen für den Datenaustausch. Und das hier und zu guter Letzt die RJ45-Buchse. Also das heißt, wenn ihr hier was anschließt, wird das Ding hier definitiv laufen. Ja, wie ich euch gesagt habe, das Ding hier ist recht ausgeklügelt. Und zwar na, es ist eingeklickt. Es gibt nämlich zwei verschiedene Varianten. Ihr kennt das sicherlich vielleicht auch von zu Hause oder habt das mal miterlebt. Wie kann ich etwas in eine Buchse reinstecken? Es gibt manchmal Varianten, dass man sie nicht wirklich so reinstecken kann, wie man sie gerne möchte. Man kann dieses Ding hier um praktisch 90 Grad drehen. Ihr habt ja einmal die Variante, dann würde er
so jetzt horizontal in der Wand runter oder beziehungsweise vertikal, wie auch immer. Das ist ja auch alles relativ, stecken. Wenn euch das nicht genügt, geht das auch so. Das heißt, dann würde sie so an der Buchse dranhängen. Ich finde es ein klasse Vorteil, um es besser auszurichten. Der eine oder andere, der es vielleicht meint, dass es unnütz ist, ich finde das sehr, 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 sehr praktisch, dass man selber entscheiden kann, wie man das Ding gerne an die Wand stecken möchte. Ja, viel erzählen kann ich euch jetzt hier nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zum Windows-PC und dann zeige ich euch das mal, wie die Oberfläche von dem Gerät hier aussieht. Also dann, bis gleich. Ja, wir befinden uns nun auf meinem Desktop. Und zwar habe ich jetzt alles angeschlossen. Und zwar direkt mit dem LAN-Kabel. In der Bedienungsanleitung von dem Repeater wird euch zwar beigebracht oder vorgezeigt, dass ihr das über das WLAN konfiguriert. Ich persönlich mache sowas nicht, auch aus dem Grund, weil es ein Sicherheitsrisiko darstellt. Also lieber über LAN-Kabel. Wenn ihr das Ding angeschlossen habt, ist natürlich der DHCP-Server auch aktiv. Und gibt euch eine IP-Adresse vor. Auf das Gerät selbst kommt ihr mit der Nummer 192.168.10.1. Und schon seid ihr da. Ihr habt hier die Möglichkeit, eine Sprache zu wählen. Die deutsche Sprache selbst ist nicht dabei, also belassen wir das Ganze auf Englisch. Username und Passwort ist Standard Admin und Admin. Damit kommt ihr dann auf die Oberfläche rauf. Habe ich jetzt was falsch eingegeben? Nein, war richtig. So sieht's aus und es erinnert mich etwas an den Metro-Style von Windows. Schauen wir uns das Ganze etwas an. Hier habt ihr die Einstellung, hier habt ihr die Übersicht, die Daten, die euch das Gerät liefert. Die Einstellung über Upgrade der Firmware, Einstellung zu sichern und nochmal diese komplette Statusinformation. Und hier, in welchem Modus er sich gerade befindet. Fangen wir mal von ganz von vorne an. Wenn ihr nicht wisst, was ihr einstellen wollt, könnt ihr den sogenannten Wizard starten. Den könnt ihr dann in den Access Point Modus versetzen. Oder in den sogenannten Repeater-Modus. Dann könnt ihr euch einfach euer WLAN anklicken und schon wird alles übernommen. Praktisch so ähnlich wie die WPS-Taste, die ich euch auch ein paar Minuten davor schon erzählt habe oder gezeigt hatte. Dementsprechend so ähnlich wird das hier dann auch ablaufen. Ja. Wie gesagt, in das blaue Feld können wir nicht einklicken. Es ist einfach nur eine Übersicht über den aktuellen Status. Ansonsten können wir in das rote Feld klicken. So sieht es dann aus. Die grundlegenden Einstellungen, wie die SSD, den Kanal, den Sicherheitstyp. Ihr habt auch die etwas professionellere Einstellung. Wer sich da auskennt, kann gerne hier dann rumfummeln. Ansonsten, wenn ihr euch nicht da so damit auskennt, dann bitte bleibt in den Basics. Und hier haben wir auch nochmal die WPS-Taste, die ihr dann praktisch auch von der Web-Oberfläche aus starten könnt.
Das grüne Kästchen habt ihr denn die IP-Adresse. Das ist genau die, wo wir uns eingeloggt haben. Ihr könnt den DHCP-Server aktivieren oder deaktivieren. Und mehr könnt ihr in diesem LAN-Interface jetzt nicht machen, worüber ich gerade momentan angeschlossen bin. Dann haben wir noch das Management. Dort könnt ihr das Passwort, was voreingestellt ist, natürlich verändern. Denken wir mal, Admin, Admin soll nicht bleiben. Das passiert in dem Falle in diesem Feld. Sonst habt ihr die Möglichkeit, Einstellungen zu speichern, diese dann hierdurch wieder zu laden oder einmal ein komplettes Werksreset zu machen. Dazu befindet sich am Gerät auch eine Taste. Hier habt ihr die Möglichkeit, sofern es für dieses Gerät eine höhere Firmware gibt, sie zu aktualisieren. Läuft nicht so wie bei der Fritz, dass man einfach auf Aktualisieren klickt und schon ist fertig. Nein, ihr müsst euch die direkt von der Homepage runterladen und dann direkt in das Gerät hineinladen. Ihr habt da sonst noch die Möglichkeit, über die Weboberfläche den Repeater neu zu starten. Und sonst in dem gelben Kästchen habt ihr noch mal die komplette Statusübersicht. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick über die Weboberfläche und was ihr da machen könnt. Wenn ihr dabei irgendwo Probleme habt oder geschweige denn eine Frage zu dem Gerät, ich werde es natürlich probieren, diese zu beantworten. Ich tue das herzlich gern. Ansonsten, ja. Wünsche ich euch wie immer einen schönen guten Morgen, einen schönen Nachmittag und auch einen wundervollen Abend, wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet. Ansonsten und tschüss.